Was? Was war das denn? Nein, so ein Dreck. Jetzt bin ich. Was? Scheiße. Jetzt muss ich da schnell wieder hin und meine Sachen holen. Hier ein bisschen Holz drin für ein Boot? Nee, natürlich nicht. Scheiße. Jetzt muss ich mich beeilen. Obwohl, der Chunk ist ja nicht geladen und ich weiß auch genau in welche Richtung, von daher. Mist. Oh, diese scheiß Bugs bei Minecraft immer. Und immer erstmal eine neue Version rausbringen. Immer erstmal irgendwelchen Scheiß machen, anstatt das, was nicht funktioniert, zu reparieren. Na, kleine Kuh. Oh, love is in the air. Ja klar, ich hatte ja auch nur 29 Level, ne? So ein Scheiß, ey. Ich hab erst mal überlegt, ne, verzaubert sind noch was, aber was soll mir denn passieren? Ich bin ja gut vorbereitet. Sicher! Kack Minecraft. Nein, ich liebe Minecraft natürlich trotzdem noch, aber es ist trotzdem scheiße. Was soll denn der Dreck? So, Ersatzboot steht bereit. Und direkt los hier. Los, 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 los. Ja, tut mir leid, dass ihr jetzt die Reise nochmal ertragen müsst. Und mich ärgert es bestimmt sogar noch mehr als euch. Aber weißt, so ein Scheiß. Da kommt man da an die Insel ran und stirbt durch Schwerkraft. Ich bin nicht mal ausgestiegen aus meinem Boot. So ein Mist, ey. So ein Blödsinn vor allem. Schwerkraft, da war überall Wasser um mich drumherum. Wie soll ich denn da durch Schwerkraft sterben? 100 Punkte, wirklich. 100 Punkte. 1A. Ich freue mich. Freue mich total, dass ich jetzt meinen ganzen Level verloren habe. Da liegen jetzt vielleicht noch 5 Level rum. Oh, und meine ganzen schönen Sachen. Dann darf ich mir mein Inventar wieder sortieren. Oh, weißt du, sowas, kann ich echt gebrauchen. Danke, Minecraft 1.6.2, dass so viele Bugs schon gefixt sind. Daumen hoch! I like that! Spider-Man in Rage Mode! Ah, ich ärgere mich! So, genug. Wollen wir wieder zur Tagesordnung zurückkommen? Ich muss meine scheiß Sachen retten! So. Ey, das ist doch nicht normal. Jedes andere Spiel, das so viele Bugs wirklich hat, so viele Fehler, so viele Ungereimtheiten, dass das nicht läuft und alles. Jedes andere Spiel hätten die Community hätte das zerrissen. Nur Minecraft nicht. Wirklich, bestes Beispiel dafür ist, finde ich, Gronkh. Wenn du wirklich siehst, Gronkh, ah, ey, das ist so ätzend, da liegt alles rum. So, jetzt vorher rausspringen. Ist mir scheißegal, ob jetzt mein Boot da kaputt geht oder nicht. Ich will meine Sachen retten. Und da will ich keine Zeit verschwenden, weil hier werden auch noch Sachen herumliegen. So, Schuhe gleich anziehen, Helm gleich aufsetzen. Ja, natürlich liegt auch da ganz unten noch was. Nice, wirklich. Ja, Diamantsachen. Ja, ich muss auftauchen, ich weiß. Wirklich einwandfrei. Ich kann nichts dagegen sagen. Und jetzt ist natürlich auch Nacht, wird's gerade. Ach, ein Traum. So, ich mache mir ein Crafting Table und baue mir gleich ein Bett. Zack. Scheiße, ich muss mich beeilen. Alter, wirklich. Halleluja. Danke, Minecraft. So, schnell pennen. Ich hoffe, das klappt jetzt, bevor ich hier von Monster angegriffen werde, dann spawnen die nämlich gar nicht erst. So. Jetzt schaue ich erstmal, ob mir gleich irgendwas auffällt, was noch auf jeden Fall fehlt. So, Fackeln habe ich dabei. Das ist mit da, Pfeil ist mit da, das ist mit da, Wassereimer ist mit da, Essen ist mit da. Äpfel sind da. Das habe ich gerade gebaut, das nehmen wir wieder mit. Habe ich dabei. So, erstmal meine Kleinigkeit. Ja, wirklich, Halleluja. So ein Scheißdreck immer.
So, ich schaue nochmal. Da liegt noch. Ach, genau. Ja, das wäre noch schön, die Leinen noch verloren gegangen. Das wäre noch geil. Hätte ich jetzt. Ich habe ja eigentlich Optifine. Ich kann aber trotzdem nicht so schön durchs Wasser gucken wie sonst manchmal. Ich sehe jetzt hier weiter nichts, was noch rumlümmelt. Ich glaube, alles Wichtige habe ich dabei. Rüstung habe ich an, Diamantsachen habe ich dabei, alles, es müsste eigentlich alles dabei sein, so ziemlich. Also wirklich, ey, scheiß die Wand an. Tut mir leid, dass ich hier auch mal, ich darf aber auch mal rumfluchen. So viele fluchen immer in ihren Let's Plays und ich mache das so gut wie nie. Auch so in letzter Zeit irgendwie. Aber manchmal gibt's einem ja auch genügend Gründe, das gute, liebe Minecraft. So, das Boot von gerade eben ist nicht kaputt gegangen. So, und dann wollen wir mal schauen. Gehen einfach mal hier so durch. Ich hätte mir vielleicht Fisch mitnehmen können, dann hätte ich mir hier eine Katze besorgt. Ein anderes Mal. Wir sind ja heute mehr. Ach, siehste, und Hunde wollte ich eigentlich auch holen. Sollte ich wirklich Hunde treffen, werde ich versuchen, da eine Nacht zu bleiben und da halt, was weiß ich, Zombies und Skelette kalt zu machen, damit ich mir die Hunde mitnehmen kann. So, hier kommt der nächste Markierungsstein. Ich glaube, Wassereimer brauche ich gerade erstmal nicht. Den packe ich hoch ins Inventar. So, da lang geht's nach Hause. Das ist hier aber eine schöne Ecke. Ja, lass mich mal bloß in Ruhe, Skelett. Da ist eine Katze. Mieze, Mauze, Mauze, Mietz. Na, wer kennt sie, die Mieze, Mauze, Mauze, Mietz? Robert kennt sie. Uppa. Super. So ein See ist immer so eine schöne Stelle zu markieren. Weil man den im Dschungel immer gut sieht. So, hier einmal hoch. Ach, hier sind so viele Blätter immer im Weg. Furchtbar. So, dann machen wir hier mal noch so einen kleinen Punkt. Ich will ja nicht die ganze Landschaft verunstalten, aber ich muss mir auch den richtigen Weg zurück markieren. So, upp. Das habe ich jetzt oberhalb von dem gemacht hier, damit ich hier gleich lang klettern kann. Und schwupps. Oh ja, ist klar. Kommt man hier überhaupt lang? So, ich versuch's mal. Hier mache ich mal noch so einen hin. Markiere ich mir natürlich immer mit der Fackel in dieselbe Richtung. Denn das wird später meine Orientierung sein, um wieder nach Hause zu finden. Ohne die Karte habe ich das früher nämlich immer so gemacht. So, schauen wir mal, wie es weitergeht hier. Oder? Upp, lang. So. Hier machen wir nochmal einen Punkt. So. Da läuft wieder eine Katze. Hüpf, hüpf, hüpf. Lieber ein Punkt zu viel als ein zu wenig. Wo sind noch mehr Katzen? So, hier wieder einer. Ein Ozelot. So, Alter, ist das ein Riesendschungel. Und irgendwo läuft ja auch ein Zombie. Huch, jetzt wollte ich beinahe schießen. So. Und zack. Na komm, lass mich hoch hier. So. Weiter geht's nach hier. Hier hoch. Hüpf. Und hier oben machen wir auch wieder nochmal einen hin. Immer so an Stellen, wo man es gut sieht. Oder an Stellen, wo ich genau lang gelaufen bin. So, eine Kuh steckt anscheinend irgendwo in dem. Da kommen doch schon andere Bäume und es wird doch, sieht doch hier schon ein bisschen lichter aus. Oder täuscht das? Hüpf. Na, eigentlich sollte ich nicht so viel riskieren hier. Wenn ich jetzt irgendwo gelandet wäre, wo ich mich verletzt hätte. Das wäre irgendwie ungünstig. Oh, was ist denn das hier für ein Mist? Hier kommt man ja gar nicht richtig lang durch das Gelände. Hier soll ich nachher Pferde lang lotsen? Puh, das wird ein Spaß. Au. Ja, einwandfrei.
Ihr seht, ich stelle schon immer mehr auf, so langsam, weil man sich im Dschungel ja auch schnell verlaufen kann. Und Hauptsache, ich finde dann irgendeinen dieser Wegweiser und er zeigt in die richtige Richtung. Ich könnte mir auch mal noch merken, welche Richtung denn das da hinten überhaupt ist, die ich muss. F3, das wäre Süden. Okay, wir müssen dann nach Süden, wenn ich wieder nach Hause möchte. Hüpf. Hüpf. Und da so ran. Und hier rüber. Und hier stelle ich nochmal so einen Wegweiser auf. Auch wenn ich gerade da unten einen aufgestellt habe, hier oben auch nochmal, damit man es halt von allen Seiten immer gut sieht. Genau, ich möchte jetzt hier einen Setzling dabei haben. Ah, oh Mann, das ärgert mich alles schon so ein bisschen. Dass die schon einmal gestorben sind, was wir da schon an Zeit jetzt wieder verplempert haben. Für nix und wieder nix. Komm, 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 dann nehme ich halt die Schaufel. So. Hüpf. Oh, das ist aber auch ein Berg hier, ne? Spiderweb der Bergsteiger. Wie voll der Bergmann. So. Markieren wir uns hier mal wieder. Schwupps, den Weg. So, und ich hoffe, jetzt muss ich hier nicht, komme ich jetzt hier genau wieder an an den Abstieg dazu. Weil dann hätte ich den Berg sicherlich auch einfacher umgehen können. So, hängen wir uns mal hier so ran. Schwupps, genau so sollte das aussehen. Mache ich hier nochmal eins, weil das kann man auch von da unten sehen dann. So, sehr schön. Hüpf, hüpf, hüpf. Über die Baumkronen klettern wir jetzt nach da unten. Das ist ja ein Riesendschungel hier, wa? Das ist irgendwie schlecht. Ich glaube, in die Richtung hier werden wir nicht wirklich fündig. Ja, geil. Okay, wenn das hier aber auch Ozean ist, dann versuchen wir an anderer Stelle dann später darum herumzufahren. Um den Dschungel. Da kommen wir mit Pferden dann sicherlich besser klar. So, ich mache mir schnell ein Boot. Auch wenn ich nicht weiß, wie groß jetzt hier das Wasser ist. Und Abmarsch. Da ist immer noch Dschungel. Ja, das sind jetzt nun mal Reisen, aber die Reisen, die müssen ja auch sein, denn ihr wollt ja auch immer mal neue Tiere haben. So, das hier scheint Extreme Hills zu sein. Auch nicht sehr viel besser. Ah, brems, brems, brems. Ich springe ja jetzt immer schon vor. Jetzt habe ich mein Schwert weggeschmissen. Ich springe ja jetzt immer schon vorher raus. Mit dem Schiff ist irgendwie ungewohnt. So. Gleich mal wieder einen Markierungsstein setzen. Ich weiß nicht, in Extreme Hills können die da spawnen? Pferde? Ich glaube, Pferde können bloß auf solchen großen Weideflächen. Ups, dieses ganz normale Gelände. Oh, ganz normale Gelände. So, spawnen. So, ich mache jetzt mal hier gleich auf die Insel noch. Ja, ich muss so viele Wegweiser setzen. Ich will mich ja auch wieder nach Hause finden. Ich habe jetzt schon meine Zweifel. Das ist wieder ein Kürbis. Ich liebe Kürbisse. Ich weiß auch nicht. Ich fand das immer geil, wenn man die gefunden hat. Das hat irgendwie was. Wenn du so einen Kürbis, der so stehen siehst, so ein schöner kleiner orangener Punkt mitten auf der Karte. Ach, das hat was. Zack. Wir lassen sie natürlich stehen. Wir haben ja jetzt welche. Von daher können wir die in der Landschaft stehen lassen.